Ich möchte in diesem Video eine Geschichte erzählen, so wie sie in islamischen Texten berichtet wird. Die Geschichte spielt vor 1400 Jahren in einer jüdischen Stadt namens Kaiba. Dort lebte ein junges Mädchen namens Safira. Sie war die Tochter von Huyay bin Akhtab, dem Anführer eines jüdischen Stammes Banu Nadir. Zum Zeitpunkt unserer Geschichte war ihr Vater aber bereits tot, denn Mohammed enthauptete ihn damals zusammen mit 600 bis 900 anderen Gefangenen nach dem Sieg über Banu Qarazia. Das Ganze ist nachzulesen in Ibn Ishaq, Seite 464. Aber zurück zu Kaiba. Safia, die damals 17 Jahre alt war, war dort verheiratet mit ihrem Cousin Kimana il Arabi, der dort Schatzmeister war und gewisse Schätze versteckt hielt. Mohammed überfiel dieses Dorf mit seiner Armee. In Sahih Bukhari war das folgendermaßen beschrieben. Sahih Bukhari, Band 2, Buch 14, Nummer 68, erzählt von Anas bin Malik. Allahs Apostel sprach das Morgengebet, als es noch dunkel war. Dann ritt er und sagte, Allah Akbar, Kaiba ist verloren. Wenn wir uns einem Volk nähern, ist das Schlimmste der Morgen derer, die gewarnt wurden. Die Menschen kamen auf die Straße und riefen, Mohammed und seine Armee. Allahs Apostel überwältigte sie gewaltsam und tötete ihre Kämpfer. Frauen und Kinder wurden als Sklaven genommen. Safia wurde von Diyai al-Kalabi genommen und gehörte später Allahs Apostel, der sie heiratete. In Ibn Ishaq steht die Geschichte ab Seite 511 wie folgt. Ein Kollege bat den Propheten um Safia, und als dieser sie aber für sich selber auswählte, gab er diesem dafür ihre zwei Cousinen. Die Frauen von Kaiba wurden unter den Muslimen verteilt. Der Prophet stand dann auf und verbat eine Reihe von Dingen, die er aufzählte. Weiter unten steht dann diese Liste. Es ist nicht erlaubt für einen Mann, der an Allah und den letzten Tag glaubt, seinen Samen mit dem Samen eines anderen zu mischen. Es wird in Ibn Ishaq erklärt, dass sich dieser Satz darauf bezieht, dass die Muslime nicht mit schwangeren Frauen, die sie erbeutet haben, verkehren sollen. Weiter steht dort, noch ist es ihm erlaubt, sich eine Frau zu nehmen, bevor er sicher ist, dass sie ihre Periode hatte. Noch ist es ihm erlaubt, das Erbeutete weiterzukaufen, bevor es ordentlich verteilt wurde, und so weiter. Mohammed regelte also, wie mit den erbeuteten Frauen und dem Rest der Beute zu verfahren war. Wobei er klar aussagte, dass seine Leute mit den erbeuteten Frauen erst Sex haben dürfen, wenn diese ihre Periode hatten. Aber zurück zu Safia. Ab Seite 514 unten wird erzählt, dass Safia mit einer anderen Frau zusammen zu Mohammed gebracht wurde. Bilal, der sie brachte, führte sie hinter die getöteten Juden, und als die Frau, die mit Safia zusammen war, diese sah, erschrak sie und warf sich Staub über den Kopf. Als der Prophet sie sah, sagte er, »Führt diese Teufelin weg von mir!« Er ordnete an, dass Safia hinter ihn gesetzt wird und warf seinen Mantel über sie, sodass die anderen wussten, dass Safia für ihn selbst reserviert war. Der Prophet sagte dann zu Bilal, »Hast du denn kein Mitgefühl, dass du die Frauen an ihren toten Ehemännern vorbeiführst?« Kinana, also Safias Ehemann, der die Schätze von Banu al-Nadir bewachte, wurde dann zum Propheten gebracht, der ihn darüber ausfragte. »Du weißt, was wir von dir wollen. Also, wo ist das Gold?« »Ich weiß nichts darüber.« »Ich habe ihn öfter morgens in der Nähe der Ruinen gesehen.« »Du weißt, dass ich dich töte, wenn wir dort etwas finden?« »Ja.« »Durchsuch die Ruinen.« »Hier, wir haben einen Teil des Schatzes gefunden.« »Wo ist der Rest?« »Nun, Allzauber, foltere ihn, bis er sagt, wo wir den Schatz finden.« Wie Ibn Ishaq berichtete, zündete Al-Zabair daraufhin ein Feuer auf dem Bauch des Mannes an, bis dieser fast tot war. Dann wurde er zurück zu Mohammed gebracht, der ihm den Kopf abschlug. In Ibn Ishaq wird dieser Mord so gerechtfertigt, dass dies die Vergeltung für einen Gefährten Mohammeds war, der bei dem Angriff auf Kaiba getötet wurde. Die übrigen Überlebenden in Kaiba unterwarfen sich daraufhin Mohammed und boten ihm an, ihm die Hälfte des Ernteertrags auszuliefern, wenn sie ihre Heimat dafür behalten durften. Mohammed willigte ein und sagte, aber wenn wir euch einmal vertreiben wollen, dann werden wir das auch tun. Wir sind jetzt auf Seite 516 von Ibn Ishaq. Am nächsten Tag heiratete Mohammed seine Beute, Safia. Er verbrachte die Nacht mit ihr im Zelt und ein Gefährte von ihm, Abu Ayyub, bewachte nachts das Zelt. Er sagte zu Mohammed, ich bin wirklich in Sorge wegen dieser Frau. Du hast ihren Mann, ihren Vater und viele ihrer Verwandten umgebracht, und bis eben war sie ungläubig. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht.
Und wenn ihr diese Geschichte jetzt auch ziemlich krass oder unmoralisch fandet, dann denkt einfach daran, es ist eure Sache, ob ihr diesen Menschen für einen Propheten Gottes haltet oder nicht. Ich würde mich schwer tun, so jemanden in irgendeiner Weise als Vorbild oder Prophet anzuerkennen. Und zuletzt noch, zum Thema passend, ein kleiner Videoclip aus London. Allah! 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 All